Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Unboxing Yu-Gi-Oh! Rise of the Truth Dragon und später noch ein paar zusätzliche Taktiken. Aber zuerst das Intro. Jetzt reicht's aber mal, ne? Och Mano. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Yu-Gi-Oh! Unpacking. Ihr seht es ja schon. Rise of the True Dragon. Hier sind 36 Combo-Karten, 2 Ultra-Rare-Karten, 3 Super-Rare-Karten, eine Spielmarkenkarte, eine Einsteigeranleitung. Ist eigentlich egal. Und eine zweiseitige Spielunterlage, / Duellführer mit Tipps, die dich zum Sieg führen. Also ich würde mal sagen, wir öffnen das Teil. So. Das geht scheiße aus. Ich habe aber keinen Bock, eine Schere oder sowas zu holen. Passt das schon so. Ah, da haben wir schon Spielanleitung. Also eigentlich Einsteigerbegleitung. Brauchen wir nicht. Komm raus. Okay, da haben wir schon das nächste. Das müsste das Duellfeld sein. Erstmal auf die Seite. Ach so, der ist ja noch was dazwischen. Ich glaube, ich müsste das so rauskriegen. Ja, da haben wir es. Das ist schon die erste Karte. Tapferer Archendrache. Ich würde mal sagen, wir öffnen das erstmal. Ja, zack. Erstmal das Pack auf die Seite. Ist das hier gerade in der Gegend rum? Weg da! So, hier haben wir dann den tapferen Archendrachen. Den, was? Himmlischer Drachenherr Felgrand. Dann den Drachenritter der Schöpfung. Dann Ruin der himmlischen Drachenherr. Schön. Rücker der Drachenherr. Auch schöne Karte. Dann einmal Paladin von Felgrand, Wächter von Felgrand. Die haben ein echt schönes Design. Der Felgrand-Drache, nice. Finsterer Flacker-Drache, hat auch ein schönes Design. Herold der Schöpfung. Dann Köder-Drache, sieht voll süß aus irgendwie. Und der rotäugige finsterer Metalldrache. Auch eine coole Karte. Rotäugiger Lindwurm. Weiße Nachtdrache. Die ist aber gar nicht so gut, wie es auf dem Effekt steht, weil sie relativ anfällig ist, wie zum Beispiel bei Spiegelkraft oder sowas. Ist aber auch eine gute Karte. Finstersturmdrache. Bewaffneter Beschützerdrache. Ich finde, der sieht leicht wie Turnupto aus Pokémon aus. Alles auch geil. Übelschar Zag. Auch nice Karte. Eclipse-Lindwurm. Sind dabei. Alles richtig nice Drachen. Weißer Drache Lindwurmstrahl. Dann der schwarzer Drache Kollaps. Was? Kollapsschlange. Okay. Hüter des Schreins. Kind-Modo-Drache. Janin lichtverpflichteter Paladin. Genauso wie ehrenlichtverpflichteter Mönch. Ja, das sind auch ziemlich gute Karten. Aber ich glaube, bei dem muss ich am Ende der... Ja, da muss ich immer am Ende der Runde 3 Karten auf den Friedhof schicken, was ein bisschen nervig ist. Aber ich glaube, das ist gut für das Deck. Und Raiden, Hand der Lichtverpflichteten. Genauso wie der Kartenkalorist, der eigentlich relativ fast mittlerweile in vielen Decks drin ist. In den Structure Decks. Boah, mein Rücken tut schon weh, weil ich hier stehe. Aber egal. Drachenschlucht, auch eine neueste Karte. Einmal pro Spielzug, du kannst eine Karte abwerfen und dann eine deiner
einer dieser Effekte aktivieren. Füge deiner Hand einen Dracheneinheit-Monster der Stufe 4 oder niedriger von deinem Deck hinzu. Lege ein Monster von Typ Drache von deinem Deck auf den Friedhof. Also, wie man sieht, das Deck ist scheinbar ziemlich auf den Friedhof ausgelegt. Ja. Flügelschlag des Drachengiganten, auch eine nice Karte. Ich glaube, das ist einfach. Ja, ist gut, um Zauber- und Plankarten vom Gegner zu zerstören. Backroll-Vernichter. In Zahlungnahme, gut, um ein paar Karten zu ziehen. Genauso wie Thüriges Begräbnis. Ist praktisch in dem Deck, weil man schnell ein Monster vom Deck auf den Friedhof schicken kann. Genauso wie Handzerstörung, zwei Karten abwerfen und zwei Karten überziehen. Kann auch praktisch sein. Die Verstärkung für die Armee, für Krieger, um einen schnell auf die Hand zu kriegen. Und den hier vom Friedhof einen Krieger wieder zu kriegen. Der lebendig heimkehrende Krieger. Eingriff der Lichtbrigade. Die Garde kenne ich auch noch nicht. Lege die obersten drei Karten des Decks auf den Friedhof, füge deiner Hand ein nicht verpflichtet Monster der Stufe 4 oder niedriger von deinem Deck hinzu. Auch nice. Landform, gut, um eine Spielfeldzauberkarte zu kriegen. Drachenseelenwanderung, hat ein nices Design. Wähle ein Monster von Typ Drache, das du kontrollierst, verbanne das gewählte Ziel und falls du dies tust, beschwöre ein Monster von Typ Drache als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof. Auch extrem gute Karte, finde ich. Flammenodem. Nest der Nadelkäfer. Lege die obersten 5 Karten deines Decks auf den Friedhof. Und die ist auch Karte. Auch gut, um Sachen zu vernichten. Oder eher gesagt, Sachen zu annullieren, glaube ich. Wähle ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Die Effekte des offenen Monsters, das dein Gegner kontrolliert, werden bis zum Ende dieses Spielzugs annulliert. Während deines Spielzugs, außer in dem Spielzug, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, um dann ein offenes Effektmonster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Die Effekte des gewählten Ziels werden bis zum Ende dieses Spielzugs annulliert. Das ist auch nice. Ruf der Gejagten, auch eine richtig gute Standardkarte, um ein gutes Monster vom Friedhof als Spezialbeschwörung aufs Feld zu beschwören. Dein Oase der Drachenseelen. Kann ich auch noch nicht. Hat aber auch ein echt nices Artwork. Und die Spielmarke. Drachenherren-Spielmarke. Ist auch nice. Diese kann als eine Drachenherr-Spielmarke verwendet werden. Falls sie als eine andere Spielmarke verwendet wird, verwendet Typ Eigenschaft Stufe Artikel jener Spielmarke. Also, wie man sieht, die Karte ist extra ein Spielmarkenmonster für dieses Deck, weil es gibt auch nochmal extra Spielkarten, die sind generell, die haben halt das mit dem ATK und sowas nicht. Das halt das, kann ich extra drauf. So, das war jetzt das Deck und jetzt zeigen wir mal das Duellfeld. Das habe ich hier vorne liegen. Das sieht jetzt so aus. Sieht auch ziemlich cool aus. Und wenn wir es umdrehen, husch, sieht man eine Spielanleitung, wie man das Deck am besten spielen sollte. Und hier vorne kann man auch sehen, andere Packs, die man sich kaufen kann. Auch ganz cool. Da steht auch noch extra die Duell-Taktiken dabei, wie man das so, was die können und so. Also eigentlich ganz nice. So, ich würde sagen, packen wir das erstmal auf die Seite. So Leute, ich zeige euch jetzt noch ein paar Taktiken zu dem Deck, also nur ein bisschen grob, aber ihr werdet schon verstehen. So Leute, ich zeige euch jetzt noch ein paar Taktiken zu dem Deck. Zuerst versucht ihr so viel, also Haupttaktik des Deckes ist Drachen, also der Stufe 7 und 8, so schnell wie möglich vom Deck auf den Friedhof zu kriegen, zum Beispiel den Feldkranzdrachen. Jetzt ist das erstmal wiederholen. So. Außerhalb des Krieg, also in den Friedhof zu schicken, um sie als Spezialbeschwörung durch bestimmte Karten wiederzuholen. Oder man rüstet Monster, wie zum Beispiel Paladin und Feldkranz, mit dem Drachen der Stufe 7 oder 8 vom Deck oder von der Hand aus. Kann man sie zum Beispiel einfach mit Ruinen des himmlischen Drachenherrn, kann man sie dann einfach zack auf den Friedhof schicken.
wodurch sie auch wieder auf dem Friedhof wäre, und eine passende Spielmarktklasse spielen. Dann kann man zum Beispiel die beiden als Tribut anbieten und sie als Spezialbeschwörung beschwören, weil das der zweite Effekt der Karte ist. Das ist zum Beispiel einer der Taktiken. Oder man versucht einfach zum Beispiel durch Karten die Theorie des Begräbnis oder sowas. Warte, die Karte. Oder durch Entzahlungnahme oder sowas. Monster jetzt zum Beispiel vom Hand oder vom Deck. Wie zum Beispiel Feldranddrachen oder, keine Ahnung, hier tapferer Archentreffe. Vom Deck auf Friedhof zu schicken oder von der Hand. Bei Entzahlungnahme zum Beispiel, wodurch man zwei Karten ziehen darf. Was ziemlich praktisch ist. Und sie dann zum Beispiel mit Karten wie Ruf der Gejagten. Oder und kannst du zum Beispiel auch mit der Karte oder mit Ruf der Gejagten kannst du den Drachen schön wiederholen. Und die Karte hat zum Beispiel noch einen zusätzlichen Effekt. Kannst ja mal vorlesen. Warte. So, besser. Wähle ein Monster von die Drache der Stufe 7 oder 8 in deinem Friedhof. Beschwöre es als Spezialbeschwörung, falls ein oder mehr Monster von Typ Drache, die du kontrollierst, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden würden, kannst du stattdessen diese Karte von einem Friedhof verbannen. Das heißt, es ist nochmal ein zusätzlichen Schutz für deine Drachen, was auch ziemlich praktisch ist, weil, keine Ahnung, Karteneffekte können die dann auslöschen. Wäre dann auch nicht so toll. Das ist jetzt zum Beispiel so ein grundlegende Taktik. Ja. Das war's. Euch hat das Video gefallen? Dann lasst doch einen Daumen nach oben da und auch ruhig einen Kommi. Und falls ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert mich.